Jo Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Erbivaro 3, genau, und ich join mal wieder auf dem Server. Mal sehen, was uns heute hier erwartet. Ach du Scheiße, ja, ein Winter Piglin. Das ist natürlich genau das, worauf ich hier gerade Bock habe. Alter, nee, komm. Ey, was ist das denn für ein Start? Oh, zum Glück konnten die mich nicht hitten. Oh, wieso sind die jetzt alle wütend? Was soll denn das, hä? Ich wollte jetzt ja eigentlich noch ein bisschen Level farmen, dann wollten wir ja hoch so langsam mal, ne? Also ist einfach an der Zeit, dass wir hier mal flüchten, würde ich sagen. Alter, ey, das ist doch schlimm. Ich gehe jetzt mal in die Richtung. Ich hoffe, dass hier nicht noch weitere sind von der Sorte. Also, die jetzt hier wütend sind. Vor allem muss das ja auch mal enden. Ich meine, wenn ich jetzt hier weit weggehe, die dann despawnen, dann müsste doch auch mal gut sein, wenn ich dann zurückkehre in das Gebiet. Es kann doch nicht sein, dass jedes Mal, wenn ich dahin gehe, ich dann schon gebrandmarkt bin oder sozusagen, ne? Dass sie dann quasi überhaupt nicht... ja, ablassen. Alter, hier auch in der Region. Also das scheint überall sogar zu sein. Nicht mal nur an der einen Stelle. Ich weiß jetzt nicht, auf wen das alles zutrifft. Alter, ich muss jetzt hier mich hochbauen erstmal, damit ich was essen kann. Ja, sonst kann ich ja gar nicht mehr sprinten. Alter, das ist ja schlimm. Oh. Jetzt weiß ich überhaupt auch nicht, wie ich weitermachen soll. Soll ich jetzt hier ganz normal nach Quarz noch suchen und zumindest es in irgendeiner Form... ja, vielleicht noch anstellen können, was abzubauen, wenn jetzt hier ich mal nicht verfolgt werde. Oder soll ich direkt rausgehen lieber? Ich weiß jetzt auch nicht, ne? Aber ich glaube, vielleicht wäre es sogar besser, einfach mal zu gehen. Weil wir jetzt schon relativ viel Zeit an der einen oder anderen Stelle mal verschwendet haben und ich muss ja auch noch farmen gehen. Und ja, wir müssen jetzt mal bedenken, wie viel Zeit ist denn überhaupt noch? Also aktuell haben wir jetzt Sonntag, dann haben wir noch Montag 2 Folgen. Also dann quasi bis Folge 22. Dann Dienstag haben wir nochmal 2 bis 24 und dann ist Finale. Das heißt, wir haben mit dieser jetzt noch 6 Folgen, um uns vorzubereiten und dann, ja, ist halt Zapfenstreich, würde ich mal sagen. Das ist natürlich ein Ergebnis oder eine Aussicht, wo man sagen kann, naja, ist ein bisschen kritisch. Ja, 6 Folgen können viel Zeit sein, aber kann auch wenig sein und... ich sehe aktuell jetzt noch nicht, dass wir da alles fertig haben. Also nicht unbedingt zumindest. Na, ich hole jetzt erstmal ein paar Level, dass ich zumindest den nächsten Bogen hinkriege. Was war denn überhaupt jetzt das Ziel? Also wir haben jetzt hier Stärke 4, Stärke 3. Genau, wir brauchen noch einmal Stärke 3 und dann Stärke 4. Na, da brauchen wir aber noch einige Level eigentlich. Ah, shit, wie sammle ich denn die jetzt? Das ist halt die Frage, ne? Ich meine, ich kann auch in der Oberwelt einfach farmen gehen, Level, also Erze und... da kriegt man natürlich auch Level, nur nicht so viele wie hier natürlich. Weil ja man dort auch viel seltener was findet. Ich wollte ja diese eine Höhle da am Spawn nochmal untersuchen. Da hatte ich Hoffnung, dass es da relativ runter geht weit. Da könnte man sich das nochmal anschauen, aber... naja, das weiß ich auch nicht, ne? Es kann natürlich wieder der Schein trügen und dann ist wieder alles geplündert und die Leute sind wieder reingegangen, ohne Fackeln zu setzen, was ja immer am schlimmsten ist, ja. Und da weiß man nie, ob da schon jemand war. Also ganz ehrlich, das kotzt einen auch übelst an, ne? Weil das auch so viele machen. Es ist ja nicht nur ein Einzelfall, sondern es ist ja die Regel geworden, ne? Und das ist einfach das Schlimme dann daran auch. Ja, egal. Erstmal hier eine neue Spitzhacke holen. Ich weiß, ich verteile überall die Workbenches, aber ist mir egal. Ach shit, das hätte ich jetzt gar nicht machen müssen. So. Und dann so. Ja, warte, dann mache ich das jetzt auch noch dazu. Perfekt. Ja, und ich hole mal hier noch den Rest. Was ist denn das? Ist es von einem Ghast oder so? Nee, es kann ja eigentlich nicht sein. Das muss ein Spieler abgebaut haben in irgendeiner Form. Nur ich habe gerade überlegt, der hätte doch dann bestimmt das Quarz mitgenommen hier in der Nähe. Oder haben die anderen die Level vielleicht nicht so nötig und haben das dann mal wieder ignoriert? Ich weiß es nicht. Na gut, viele sind halt auch im Team. Da macht dann einer mal kurz da was, der andere da was, ne? Und da kümmern sich nicht beide immer um dieselben Aufgaben. Das ist halt auch der Vorteil, den man dann hat. Oh Leute, ein Goldschwert. Hier war also auch noch jemand anders. Ja, toll. Die anderen locken immer die Viecher auf sich und ich komme hierher als Unschuldiger und die greifen mich zurück an. Ja, das ist doch schlimm, Alter. Und ich sehe gerade, Shandy schreibt irgendwas auf seinem Server. Da fällt mir noch ein, dass er auch noch ein Projekt gestartet hat tatsächlich, wo ich mitmachen könnte. Also, stimmt. Das fällt mir gerade so ein. Hä, da hätte ich doch schon vor 2 Tagen oder so anfangen können oder vor 3. Ja, da habe ich halt nicht gekonnt, aber mittlerweile zwischendurch hätte ich mal gekonnt. Also das ist jetzt halt auch ein bisschen krass nochmal, dass mir das einfach so mittendurch, zwischendurch der Gedanke kommt. Alter, da verlerne ich schon wieder das Sprechen vor lauter
Aufregung oder vor lauter Verwunderung, kann man eher sagen, genau. Ja, also ich wüsste halt auch gar nicht, wo ich das Projekt noch eintakten soll, weil ich habe jetzt schon so viel vorgeplant und in irgendeiner Form haben sich Sachen ergeben einfach, wo es dann zu viel wäre, wenn ich jetzt noch mehr da mit reinhaue in den Plan. Also ich weiß nicht, ob ich das so stemmen kann einfach. Ja, das muss ich mir noch angucken. Ich hatte ja mal so ein Video gemacht, wo ich drüber geredet habe, dass ich relativ viele Sachen schon bis April oder Mai direkt eingeplant habe. Da habe ich mir mal so eine Liste gemacht, was wann kommen muss und was ich durch was ersetze, sodass es noch irgendwie passt. Da kommt dann zum Beispiel, während Top Attack 2 läuft, wieder ein Video weniger an Top Attack, also nicht wie jetzt dreimal die Woche bei Tiny CA zum Beispiel, sondern nur noch zweimal, und dafür kann ich dann wieder ein anderes Projekt einbinden und dann das andere wieder dadurch austauschen und so, weißt du, ich habe halt noch viel auf Lager eigentlich, was ich so mal mit verwurschten muss oder so, aber das geht eben auch nicht so leicht oder von heute auf morgen. Und ja, wo soll ich das noch einbauen, das ist das Ding, ne? Das hatte ich, glaube mal in der Infinity-Folge, genau, Folge 96 müsste es sogar sein, um es genau zu sagen. Und, ja, ich wüsste jetzt auch noch nicht weiter, ne, um ehrlich zu sein. Ich meine, Snow Village 4, da ist halt die Frage, ob das zu lange laufen wird, weil sich da jetzt schon abzeichnet, ohne spoilern zu wollen, dass nicht so viel Aktivität herrscht, wie erhofft war. Und, ja, da sind wir halt noch am Überlegen, wie wir es jetzt machen letztendlich. Aber gut, das ist wieder so ein eigenes Thema. Würde ich demnächst dann nochmal näher drauf eingehen, eventuell. Okay, was machen wir jetzt? Jetzt habe ich hier kein weiteres Quarz. Alter, ich muss hier rüber. Das kann nicht sein. Ich will nicht hier an so einer Klippe rumtanzen. Oh, na toll. Moment, da gehe ich mal hier hoch. So. Dann da. Okay, ja, das ist besser. Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob ich überhaupt morgen Erwivaro aufnehme oder ob ich lieber alle Folgen übermorgen mache. Das ist jetzt so eine Frage noch, weil ich morgen jetzt auch nicht so viel Zeit eventuell habe, ja. Da muss ich eigentlich noch ein paar andere Sachen machen. Und ja, deswegen weiß ich nicht, aber Dienstag könnte es halt auch sein, wenn das Finale eventuell doch eher stattfindet, dass ich es gar nicht mehr schaffe, die anderen Folgen aufzunehmen. Und vor allem will ich auch nicht vor dem Finale noch 4 Folgen aufnehmen, also das wäre auch ein bisschen krass unmittelbar. Da würde ich lieber am Montag noch die Zeit nutzen, eigentlich. Ja, muss ich halt gucken, wie ich das einbaue, ne? Dass ich da noch ein bisschen Zeit mehr offen halte. Na, muss ich mal schauen. Also, so einfach wird's nicht. Ja, mal sehen. So, jetzt erstmal hier. Ah, warte mal. Ich kann doch gar nicht mehr jetzt Bulken verzaubern, weil ich die nicht mehr, ja, craften kann. Ich habe keine Strings. Ah, scheiße, Mann. Ich muss also jetzt zwangsläufig in die Oberwelt und Zeug holen. Ja, komm. Dann gehen wir jetzt auf jeden Fall gleich raus. Ich hole mir jetzt noch ein paar Level, beziehungsweise das Quarz, was ich jetzt finde. Und ich gucke schon mal, in welche Richtung ich dann muss. Also wie es aussieht in dieser. Okay. Da probiere ich mal. Ja, und ich will auch nicht wieder so ein netter Thumbnail machen. Da wäre es ganz gut, wenn wir jetzt direkt hier rausgehen. So. Also soll ich die Erze vielleicht mir noch aufheben für später, falls ich doch nochmal welche brauche? Ich glaube ja, ich lasse die jetzt mal hier. Da werde ich dann zu sehr abgelenkt. Ich meine, guckt euch das mal an. Das ist ja übelst krass, wie viel spawnt. So. Okay, ach du Scheiße. Es wäre natürlich auch lustig jetzt, wenn irgendwie die Spieler alle sterben, bevor Finale ist. Und ich einfach zum Beispiel vorher so gewinne. Das wär's, ne? Gab's auch noch nicht. Wenn ich einfach einen Varo kampflos gewinne. Ich meine, bei Tiro hat man das ja mal, aber bei einem Varo gar nicht. So, ich muss aber jetzt ja auch aufpassen, ey. Wir sind so weit oben, ich darf hier nicht runterfallen. Das wäre sehr, sehr schlecht. Oh, Alter, wo kann ich denn jetzt mal hin? Ich komme hier halt auch nirgendwo schnell weg, so. Das ist richtig scheiße immer, ne? Weil du suchst dann immer einen Weg, wo man relativ einfach runterkommt und das geht einfach nirgendwo. Du fühlst dich richtig gefangen dann da oben, ne? Das ist übelst schlimm. Ich muss mich jetzt hier durchbauen und hoffen, dass ich da... Oh, nee, siehst du, genau das meine ich. Was ist denn das nur? Jetzt kann ich nur hoffen, dass ich mich da drüben runterfallen lassen kann. Ganz sanft. Und warte, ich esse mal kurz was. Damit, falls ich falle, dann direkt zumindest wieder einen Regenerationseffekt
ja, was wollte ich sagen? Irgendwie, ich wollte ein gutes Wort finden, aber habe ich jetzt nicht, egal. So, dann gehen wir hier auf die Seite, so. Da bin ich zumindest etwas besser am Start, ja genau. Alter, ohne Fallschaden einfach geschafft, krass. Okay. Ja, wo muss ich jetzt hin? Ich guck nochmal auf die Koordinatenachse. Okay, 111, warte. Hier wird's wieder höher. Ah ja, dann in die Richtung. Ach, und dann muss ich ja wieder den Raum finden. Das wird ja auch nochmal eine Challenge. Weil das ist ja immer so sinnlos gefühlt. Ja, na super. Ey, das ist auch mal riskant, ne, was ich hier mache. Einfach mal die Hälfte der Leben so riskieren. Warum auch nicht? Oh Mann, vor allem wenn ich jetzt in Lava tapse oder so. Dann bin ich ja direkt wieder down. Das ist ja auch immer so dumm. Ist mir neulich öfter mal so gegangen. War das hier? Ne, in einem anderen Projekt, ne? Da bin ich immer im Nether in so Lava gegangen und fast gestorben. Und ja, da habe ich mir auch so gedacht, boah, Alter, wenn dir das in Varo passiert. Oder war das sogar hier, Alter? Ich weiß gar nicht. Oh ne, jetzt werde ich wieder eingekesselt von den Viechern, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt gehe ich erstmal hier hoch. So in Sicherheit kurz. Hey, wo ist denn jetzt dieses scheiß Portal? Warum ist denn das so versteckt, ey? Vor allem, man kann ja nicht mal in Ruhe danach suchen. Zum Glück sind manche anscheinend noch nicht aggressiv, warum auch immer. Oh, ey. Das sind schon wieder so viele, ne? Da hat man direkt Angst. Weil man weiß ja nicht, wie die drauf sind. Die rufen ja sich auch untereinander. Das heißt, wenn der eine aggressiv ist, ruft er die anderen teilweise herbei. Obwohl das, glaube ich, auch erst später war, oder? Nee, das war auch hier schon... Ich glaube, ab der 1.4 haben sie das eingeführt. Oder? Zum Halloween-Update würde ja eigentlich passen, sowas. Weil es ja schon ganz schön scary ist. So, aber wo ist jetzt das Ding, Alter? Komm. Das kann doch nicht sein. Ich bin doch hier direkt in der Nähe. Hä? Wo bin ich denn? Warte, hier drüben vielleicht. Genau. Ach, es war ja auch übelst viel vollgebaut mit Cobblestones. Das heißt, das ist ja eigentlich unverkennbar. Oh Mann, ey. So, warte, hier lang, dann darüber. Vielleicht finde ich es dort. Weil hier mit viel Lava kann ich mich auch noch erinnern. Ah ja, und die Netherfestung auf jeden Fall genauso. Okay, das sieht schon mal gut aus. Oder Level 19 geworden einfach dadurch. Okay. Ja, wo war denn das, Mann? Das ist so schlimm, wenn man das nicht findet, ne? Vor allem, ich will jetzt auch endlich mal wieder in der Oberwelt sein. Ich will jetzt ja nicht die Folge hier beenden. Ohne Witz. Mann. Oh, jetzt ist, kommt hier wieder ein Gast. Was? Ach so, als Spectator. Lol. Stimmt, der ist nämlich schon ganz am Anfang rausgeflogen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Hä? Als ob man hier als Spectator joinen kann. Warte mal, ich muss jetzt hier aufpassen. Wieso bin ich jetzt auf einer Netherfestung? Alter, ich kann nicht mal schreiben, weil ich hier so wenig Gelegenheit habe. Ich muss hier dringend weg. Boah. Ich könnte natürlich hier gut farmen, irgendwas. Vielleicht für Tränke, so ein Braustand, aber naja, auf der anderen Seite. Weiß ich auch nicht. Gut, Health-Tränke könnte man sich holen. Na, warte, vielleicht tue ich mir den mal. Na, komm schon. Bevor ich mir wieder brenne, einfach meine Blazewood gegönnt. Oh, warte, die muss ich natürlich auch mitnehmen. Dann würde ich sagen, Netherrack weg. So. Ja, wo ist jetzt das Portal immer noch? Ich weiß es nicht. Ja, komm, ich mal jetzt hier von ein Bild. Hab keine andere Idee. Und dann muss ich halt nächste Folge hier gucken. Alter, was ist denn das? Ne? Man muss ja irgendwie aus dem Nether kommen. Das kann doch nicht wahr sein. Und vor allem, ich finde das nicht. Das ist schlimm. Das regt mich halt auf, weil neulich habe ich genau neben der Festung das Portal gefunden, ne? Da dachte ich eigentlich, alles easy jetzt, ne? Dass ich das direkt wiederfinde. Aber nee, ist es halt gar nicht. Und das sind immer solche paradoxen Sachen, wo man einfach nur wahnsinnig wird, wenn man das dann nicht findet, weil das ist einfach unlogisch, ne? So, dass es nicht hier ist. Was soll das? Dass man dann noch nirgendwo durchkommt und irgendwie ist alles so eingebaut. Warum? Das war doch vorher nicht so. Ja, und es muss ja hier sein, von den Koordinaten, es passt alles. Ja, und generell, dass hier die Festung ist. Aber nö, das ist halt ja einfach nicht. Das ist weggefühlt. Der scheiß Raum. Ja, und das ist das, was mich aufregt. Ich finde es einfach nicht wieder. Keine Chance. So, warte, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Okay, da geht auch direkt schon. Er hat wahrscheinlich auch gesehen, dass ich jetzt gekickt werde.
Gut, vielleicht kommen wir hier hin. Ey, das ist aber auch wieder ein komisches Feld. Also hier, diese Seite habe ich null gesehen von der anderen. Das ist alles so richtig verwinkelt und, oh, komm. Ich werde nächste Folge gucken, was ich da machen kann und bin jetzt erstmal raus. Also danke fürs Zusehen und ciao.